Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen hier bei mir, beim Dummbabbler. Ich dachte mir, ich muss einfach mal die ganzen neuen Zuschauer, Abonnenten und so weiter begrüßen, weil gerade die letzten paar Tage ziemlich viel los war. Diese beiden Trilux-Podcasts, beziehungsweise der eine ging ja so zur anderen Hälfte auch eigentlich über Bug-Using an sich und der andere hier über den revidierten Bann von Trilux. Wir sind krass eskaliert, es kamen sehr viele neue Leute dazu und ich möchte euch hier herzlich willkommen heißen in unserer Community oder hier auf dem Kanal, je nachdem wie tief ihr eindringen wollt. Es kamen allein an 2 Tagen 70 neue Abonnenten hier auf YouTube rein, was mich schon wirklich sehr gefreut hat. Scheinbar haben euch diese Podcasts sehr gut gefallen. Viele von den Neuen sind auch direkt übergegangen und haben andere Videos kommentiert und Spaß daran gefunden und so weiter und das hat mich natürlich sehr gefreut. Also einfach nochmal hier, ein drittes Mal jetzt. Willkommen. Was die ganz Neuen wahrscheinlich am ehesten interessiert, ist, was, wie und wann lade ich wie und was hoch. Es kommt jeden Tag mindestens ein Video, aber eher 2. Täglich um 17 Uhr geht mein Hauptcontent online. Das ist so gut wie immer CSGO. Also entweder ein Matchmaking, ein Pistol Hero bzw. Waffen Hero, da mache ich alle Waffen durch. Oder ein Tutorial, also egal ob Smokes oder Tactics und so weiter. Bis hin zu Overwatches und Top 10 Videos. Von den Skins, von denen ich übrigens fast alle durchgemacht habe. Es fehlen nur noch 2 oder 3 Knives, dann habe ich jede Waffenart und jede Waffe bei CSGO einmal komplett durchexerziert im Top-10-Stil. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo finde ich denn den ganzen Scheiß? Hier, guck mal, hier ist ja sau viel, wenn ich hier durchgehe. Das ist ja ein Infinity-Scroll, das hört ja gar nicht auf. Ja, das liegt daran, dass ich mittlerweile schon einige Videos angesammelt habe, wo, Moment. Ach scheiß die Wand an, das steht hier jetzt nirgends. Ich habe über 2300 Videos und ich habe extra für euch deswegen Playlists angelegt. Also wenn ihr auf dem Kanal seid, meistens seid ihr hier vorne in der Übersicht, wo ich euch übrigens ganz wärmstens hier meinen Alligator-Medley empfehlen kann. Da drückt ihr einfach auf Playlists und schon seid ihr hier. Videos, die ich mag, könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen, meine Favoriten auch nicht, aber die tun jetzt hier nichts zur Sache. Es geht um diese ganzen Playlists. Die CSGO Overwatch Playlist, die Fallout 4 Playlist, die Road to Bad Motherfucker Playlist, die übrigens alle CSGO Matchmaking Videos enthält. Alle Podcasts, die euch wahrscheinlich extrem interessieren, weil dieser Großteil, ich glaube alle Abonnenten, alle mittlerweile 80 oder 90, die über die letzten 2, 3 Tage reinkamen, kamen über die Podcasts rein. Darum ist es für euch wahrscheinlich höchst nice, wenn ihr hier auf diese Podcasts klickt. Und da könnt ihr euch hier ein Video raussuchen. Also ich habe jetzt im Moment an Podcasts, da ich das erst frisch mache, noch nicht so viele am Start. Aber ich denke, es sind einige, die euch interessieren könnten, wie eben Cheater Callen ist gleich Behinderung. Da spreche ich über den Umgang mit Cheatern, also wie man mit einem Cheater im Gegnerteam umgehen sollte. Also auch so ein bisschen aus der psychologischen Sicht, aber jetzt nicht so tief, keine Sorge. Dann, ob Smurfen gleich Cheaten ist, wie schlimm Smurfen ist und so weiter. Da habe ich über die Low-Elo-Hölle gesprochen und dann kam auch schon das Video zu Bug-Using, wo ich eben den Fall von Trilux genannt habe als Beispiel. Und dann nochmal kurz meine Gedanken zu der Aufhebung von dem Lifetime-Bann. Und es werden noch ganz, 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 ganz viele kommen. Ich habe schon sehr viele Themen im Petto, die ich mir so überlegt hatte. Es wurden auch schon einige Themen vorgeschlagen und ihr könnt auch gerne an dieser Stelle hier in diesem Video weitere Podcast-Themen vorschlagen. Ich gehe mal wieder zurück und will einfach nochmal ganz kurz hier drüber scrollen. Nur, dass ihr seht, wie der Hase läuft, ja. Hier sind alle meine alten Dummbabbler-Videos drin. Ich habe ganz, ganz viele Spiele im Dummbabbler-Stil gezeigt. Das heißt, so 1 bis 3 Folgen Hardcore geschnittene Highlights von irgendeinem Spiel, das ich gespielt habe. Da sind also die ganzen lustigen Sachen drin. Hier sind meine Case-Openings und Giveaways, GTA und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen. Ich will ja nur mal durchscrollen, dass ihr seht, wie viele Playlists ich hier habe. Manche sind gar nicht so voll. Aber andere wiederum haben es in sich. Hier sind auch nochmal ganz viel angezockte Sachen. Das ist ein Durcheinander. Also ich muss sagen, gerade diese Playlist hier ist ein riesiges Durcheinander. Alles andere ist schön sortiert. Meine Try Not To Laugh Challenges. Hier Cuphead, was bald weitergeführt wird. Keine Sorge, ich war krank und konnte das da nicht weiterführen, weil bei Cuphead bin ich meistens etwas lauter. Infovideos, wie man zum Beispiel seinen Trust-Faktor verbessert. Da habe ich angefangen mit Podcasts, aber ich habe das noch nicht als Podcast gezählt. Ja, und hier gibt es halt einfach einen Arsch voll Videos. Ich habe sogar ein bisschen League of Legends gespielt. Ja, gut. Ich habe sogar schon Sachen gebastelt und hochgeladen. Ihr seht also auch, ich mache hier nicht nur Gaming, sondern zum Beispiel auch Musik. Ich habe hier 34 Cover, eigene Lieder und Grimmskrams Musik halt einfach hochgeladen. Auch Zusammenarbeiten mit anderen YouTubern und so. Hier sind meine Time-Waster, das sind so Short-Videos, so Real-Life-Videos und so weiter und so fort. Also, diese ganzen Einzelheiten sind jetzt wurscht. Wobei ich euch Bill und Bob auch noch sehr ans Herz lege, sehr gute, dann habe ich eine schöne, Serie gemacht. Eine englische aber. Wie wird man ein erfolgreicher YouTuber? Aber okay, genug. Hier könnt ihr auf jeden Fall Videos finden, die ihr vielleicht sucht oder wo ihr noch gar nicht wisst, dass ihr sie sucht. In diesem Video würde ich auch direkt Danke sagen an alle, denn wir haben die 1 Million Videoaufrufe erreicht. Leute, 1 Million. Klar, man könnte jetzt sagen, du hast ja über 2000 Videos. Aber trotzdem, 1 Million, hey. Ach ja, das darf ich echt nicht vergessen, ohne Witz jetzt. Guckt euch die GTA-Playlist an, die ist der verfickte Hammer. Die GTA-Online-Videos, die habe ich mit Big Wally zusammen gemacht. Das sind alles Best-Offs und das sind wirklich auf seinem sowie auf meinem Kanal die besten Videos, die wir jemals gemacht haben. Hier noch ein paar Worte zu Giveaways. Ja, man kann ja bei mir auch sehr viele Skins abfarmen, weil ich nämlich ständig auch Skins von euch geschenkt bekomme, um sie wieder zu verschenken. Der erste Anlaufpunkt sind natürlich die Videos. Meistens verstecke ich irgendwo in den Videos, so im hinteren Drittel, im Giveaway, wo ich sage, ach übrigens Leute, schreibt mir einfach mal so ganz nebenbei in euren Kommentar, was ihr heute so gegessen habt.
Und dann nehmt ihr automatisch an einem Giveaway teil. Da haue ich dann meistens kleinere Skins raus. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber immerhin geschenkt ist geschenkt. Dann gibt es, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, auch Giveaways. Auf YouTube gab es lange Zeit keine Giveaways, obwohl ich insgesamt schon sehr, sehr viel auf YouTube vergiveawayt habe. Aber jetzt sind sie wieder da. Ich gucke, dass ich einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen eins mache. Da sind jetzt auch nicht die Überskins drin, aber manchmal ist halt schon was Fettes dabei, beziehungsweise ich mache eigentlich immer einen großen Skin, dann einen mittelgroßen Skin und dann 8 kleinere. Also ich hau grundsätzlich 10 Skins raus zu den Giveaways. Das heißt, es können 10 Leute gewinnen, damit es einfach ein bisschen mehr Gewinner gibt, wie bei diesen anderen Giveaways, wo es halt immer nur ein Skin ist und weh. Die größten und meisten Skins hau ich aber auf Twitch raus. Die Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und gehen meistens so 2 bis 3 Stunden. Dienstags ist der reine CSGO-Tag, da spielen wir eigentlich nur CSGO und ganz am Schluss vielleicht kurz, wenn es von der Zeit her noch passt, eine Runde GTA Online, PUBG oder irgendwas. Es gibt Viewer Games, also wir spielen da auch zusammen. Egal bei welchem Spiel, aber vor allem eben bei Counter-Strike. Donnerstags ist es fast dasselbe, nur dass wir meistens nur ein Viewer Game in CSGO machen und dann umschwenken auf irgendein anderes Spiel. Also PUBG spielen, GTA Online oder ich euch irgendwelche anderen Spiele zeige. Also wir haben da schon sehr, sehr viel gemacht. Ich habe auch schon LOL gespielt, beziehungsweise Dota, eins von beiden. Und so weiter und so fort. Und bei diesen Livestreams haue ich jedes Mal mindestens 2 Skins raus, zu jedem Livestream. Also praktisch in der Woche 4 Skins. Nur durch die Livestreams. Manchmal auch mehr, manchmal haue ich auch 2 Skins und 2 Graffitis raus oder so, damit mein Inventar ein bisschen leer wird. Mir ist eben eingefallen, dass ich auch einfach mal auf Twitch gehen könnte, ne? Ich Dummdödel. Das ist der Twitch-Kanal, so sieht es ja aus. Livestream jeden Dienstag und Donnerstag ab 19.30 Uhr. Die Links zu dem Twitch-Kanal sind unter jedem Video. Bei dem Punkt, wie ihr mit mir kontakten könnt. Ganz, ganz weit oben, direkt nach der Beschreibung für das Video, das ihr gerade seht, kommt sofort die Linkliste. Hier habe ich halt so einen Kanalfeed und hier unten halt den ganzen Kram. Die Hall of Fame, die Donations und ganz viel anderen Kram, das ihr nachlesen könnt, was halt die Regeln sind. Aber das, ich denke, die Regeln sind grundsätzlich klar, denn ihr seid ja nicht das erste Mal im Stream. Hier gibt's zum Merch, da ist die Steam-Gruppe. Und da sind noch die Commands. Und da ist auch erklärt, hier ist erklärt, für alle, die ständig blind sind, wie, keine Ahnung, wie Guschtel, wie man mit einem Lobbylink joint. Immer wenn ich sage, guck mal in der Livestream-Beschreibung, ich meine damit das hier unter dem Livestream. Ja, ihr guckt wahrscheinlich immer so. Ihr müsst das aber halt kurz kleiner machen. Und da steht die ganze Beschreibung. Ich weiß nicht, wie man das übersehen kann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nun ja, da haue ich jedes Mal 2 Skins raus, manchmal mehr. Und es gibt jede Woche für einen meiner Subscriber auf Twitch hier einen Skin einfach so. Da muss man nicht online sein, da muss man nicht im Livestream sein. Man wird von mir angeschrieben und da sage ich dann, hey, gib mir bitte deinen Trade-Link, du hast den aktuellen Skin gewonnen. Des Weiteren gibt es hier immer, wenn wir ein gewisses Abo-Goal erreichen, für alle bisherigen Abonnenten ein Knife oder ein Skin. Letztes Mal war es eine AWP Manowar, die ich bei 35 Subscriber rausgehauen habe. Und dieses Mal, also ab 45 Subscriber, gibt es ein Knife. Das heißt, wenn man da dabei ist, muss man nur gegen 44 andere antreten. Und nicht wie bei Knife Giveaways auf YouTube gegen Tausende. Ach ja, und hier unten seht ihr übrigens eure Privatnachrichten. Ne? Das ist immer der Chat, den man sieht. Und hier sind die Privatnachrichten von den letzten Giveaways, die Lobby-Links. Das hau ich mal wieder weg. Danke. Ah ja, dein Skin ist unterwegs. Seht ihr hier? Ist wieder ein Skin rausgegangen, Biovarus. Bitteschön, Biovarus, bitteschön. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Thema, wie ihr mich erreichen könnt. Ob privat oder öffentlich, wie auch immer. Unter jedem Video, überall, ist eine Videobeschreibung. Wie ihr hier sehen könnt, ihr müsst auf mehr Anzeigen gehen. Zack. Und schon seht ihr die ultra wichtigen Sachen. Wenn ihr zum Beispiel nicht mehr wisst, wann ich live streame. Hier. Wenn ihr nicht mehr wisst, wo ihr eure Skins verkaufen oder kaufen sollt, natürlich hier. Kommen wir zu dem wichtigen Ding im Leben. Ja? Wenn ihr mich privat anschreiben wollt oder mit mir über was reden wollt, da sind hier direkt die Verbindungsdaten zu, zum Beispiel Twitter und Instagram, da gibt es ja private Chats. Snapchat hat sowas nicht. Snapchat ist eigentlich, Snapchat halt. Und oder aber eben auch Facebook. Und auf Facebook, finde ich, kann man ziemlich gemütlich privat einfach hin und her schreiben mit diesen Chats. Und das sind noch andere Sachen. Der Discord-Channel, nochmal der Twitch-Link und so weiter und so fort. Meine AskFM-Seite, Xbox Live. Warum habe ich denn da einen Link? Ich heiße auf Xbox Live eigentlich nur der Dummbabbler. Warum habe ich da einen Link? Keine Ahnung. Hier habe ich noch mein Equipment verlinkt, also auch den PC oder die Zusammenstellung des PCs. Und ja, halt. Ach so, ja, genau. Leute. Wir haben auch einen Teamspeak-Server, auf den ihr sehr gerne drauf könnt. Das ist der Dummbabbler-Community-Teamspeak-Server. Also wenn ihr mal mit euren Kumpels ein bisschen schwätzen wollt, zocken wollt oder wie auch immer, dann könnt ihr gerne hier drauf gehen. Wir haben 72 oder 75 Slots. Es ist also genug Platz. Und eine ganz wichtige Sache gibt es noch. Und das ist die Steam-Gruppe. Viele Leute fragen, ob sie mich als Freund adden können, dürfen, sollen. Da sage ich immer, ich nehme nur Leute auf, die auch in der Steam-Gruppe sind. Damit ich so ein bisschen sehen kann, dass jemand wirklich interessiert ist an der ganzen Community, also an den Dummbabblern. Und in dieser Gruppe gibt es die verschiedensten Sachen. Also zum Beispiel kann man hier direkt Leute suchen in den Kommentaren, mit denen ihr spielen wollt oder könnt. Ihr könnt aber einfach eine Diskussion starten. Das ist so eine Art Forum. Silver sucht Frau und so weiter und so fort. Und hier könnt ihr euch gerne beteiligen. Ich würde nicht zwingend immer direkt was Neues schreiben, sondern vielleicht mal etwas Geschriebenes reingucken. Weil wenn jeder sein eigenes aufmacht, dann findet keiner ein Mitspieler, wisst ihr, was ich meine? Also einfach mal hier reingucken, Suche-Team. Da wurden schon 3 Sachen geschrieben. Hier. Boom, verstehst du? Zack. Kizem. Also wenn ihr ein Team sucht oder auch einfach nur einen Mitspieler für Wingman, dann ist es hier eine sehr gute Anlaufstelle. Wir sind mittlerweile, ich glaube, über 1000, ne? Ja. Wir sind 1029 Mitglieder. Ist schon gut. Wahrscheinlich habe ich noch 8 Kilo Informationen vergessen, aber ich will jetzt auch nicht übertreiben. Es soll ja nur ein schnelles, kurzes Extra-Video werden, das ich hier rauskloppe für die ganzen neuen
Abonnenz. Achso, ja, und auf der Hauptseite kann man auch runterscrollen. Da ist halt noch, da sind von mir ausgewählte Dinge verlinkt. Also hier sind an sich alle Uploads. Man kann hier auf Uploads drücken, kommt dann auf alle Uploads. GTA 5, meine Musik. Bill & Bob, Horrorkram. Der DayZ-Film. Oh, wir haben DayZ-Film gemacht. Ja, sehr nice. CSGO-Videos. Die Matchmakings, beliebte Videos und ich glaube, die Playlistenübersicht ist ja auch nochmal verlinkt, oder? Ja, okay, genau. Und während ich hier aufgenommen habe, kamen wieder 10 neue Abonnenten dazu. Es ist gerade echt krass. Vielen, vielen Dank dafür. Willkommen an euch auch nochmal. Willkommen, willkommen. Habt Spaß hier auf dem Kanal, habt Spaß an den Livestreams, habt Spaß an dem Zusammenspielen, an den Skins und so weiter und so fort. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.